Der Fahrstuhl ist außer Betrieb. Junge, sag doch, was du in den Replik hast. Na gut. Schloss, ich brauche einen Schlüssel. Adler, der Hurensohn. Sieht aus wie ein Antrieb für ein Paternoster. Paternoster Personenumlaufzugsystem. Was ist das denn? Oh boy. 800 Volt, 120 Volt, 120 Volt. Sicherung benötigt. Okay. Das kann ich noch gar nicht lösen. Was liegt hier? Damit war gut. Bitte, ich brauche die jetzt. Ich habe die für den Bosskampf verschwendet. Technikerschlüssel nehmen, ja. Das liegt in der ARA-Einheit. Nee. ARA, 9. ARA, Wartung, Wartungsleben in der Stufe 5, Zyklus 9.3. Soll ich speichern oder weitermachen? Ich meine, die Flinte ist unbrauchbar. Die brauche ich jetzt nicht mehr. Ich nehme die Repair. Nee. Ich nehme die Auto-Injector jetzt mit. Habe ich das gleich mitgenommen? Okay. Okay. Nee, speichern will ich trotzdem. Ich frage mich jetzt, ob ich weitermachen soll oder nicht. Ich bin gerade so im Fahrt. Ich wollte eigentlich aufhören. Aber ganz ehrlich. Ich mach noch weiter, komm. Wir machen noch weiter. So, rechts geht's noch. Nee, geht gar nicht mehr. Ich muss das mit dem Schlüssel öffnen, aber ich habe keinen Schlüssel. Was soll ich denn jetzt machen? Ah doch, der hätte geschlüssel. Ach du Scheiße, das halt ja richtig. Alter, was habt ihr mit den ganzen Leuten gemacht? Ja, Fahrstuhl außer Betrieb. Ich glaube, hier ist ein größeres Problem. Defekt. Ja, hier geht's weiter. Simulation mit. Jawohl, das brauche ich unbedingt. Ich lade jetzt so noch. Ich kann angeben, glaube ich, Angst, dass sie nicht mehr nachlädt. Verschlossen, Eulenschlüssel benötigt. Personalkarte? Keine Ahnung. Storch. Sicherheitstechniker Control of Replika. Cool. Bujan wird brennen. Ein fertiger Planet anscheinend, wo das Kaiserreich ist, I guess. Wütende Notiz. Ich habe offiziell die Eulen nebenan satt. Die hören jetzt echt Scheißlied ohne Pause, seitdem das Klavierzimmer abgesperrt wurde. Wenn ich das nochmal einmal hören muss, gehe ich darüber und baue diesen Scheiß-Kassettenspieler in die Stöcke. Ich frag mich. Das ist echt scheiß. Ich frag mich, ob wir einen Schlüssel zu ihrem Schlafsaal ausleihen können, damit wir diesen Wahnsinn Ende bereiten können. Ist mir Wurst, dass wir Quarantäne brechen, wenn es heißt, dass ich nie mehr dieses Lied hören muss. Da ist jemand richtig angry. Jetzt verstehe ich den Meme mit Karamell tanzen. Junge. Ich hätte erst echt das Spiel spielen sollen. Oh Gott! Fuck, Digga! Ich will daran. Nur 8 Schuss, das reicht nicht. Fuck, was mache ich jetzt?
Alter, das sind 4 Stück. Ich krieg eine down, aber den Rest nicht. Die obere bewegt. Ja, ich glaube, das wird sich problematisch, jetzt, fuck. Natürlich will ich meinen Termit nicht verwenden. Okay, wir probieren es einfach. Sicherheitstechniker auch der Replika Star. Star. Typ. Generation 4 ökonomische Kampfgestell. Biomechanisch mit Polyethylenschale und kugelsichere Panzerplattengröße. 2,20 Meter. Alter, what the fuck? Die sind riesig. Das Standardmodell der Protector als Sicherheitstechniker mit verlängerten Beinen ausgestattet, überragend Star-Einheiten elegant die meisten Gestalten. Trotz ihrer schweren Panzerung bewegen sich rasch mit langen Schritten. Ihr kühles und distanziertes Gemüt erlaubt es ihnen, Situation objektiv zu analysieren und Gewalt nach Bedarf anzuwenden. Im Nahkampf und der Aufstandsbekämpfung ausgebildet, operieren sie am besten in kleinen Trupps. Angeführt von einer Star-Offiziersanheit, die mit ihrem ballistischen Schild ausgestattet ist. Ist das schon Vorstellung für den nächsten Boss? Oh Gott. Oh Gott, ich komme hier durch. Okay. Nimm mich mit. Gefällt mir gar nicht, wie dunkel das hier ist. Ja, gefällt mir gar nicht. Ah ja, das sind die Duschen. Lasst euch nicht verirren. Memorandum defekte Beleuchtung. An Wartungskader. Arar. Aufgrund eines Vorfalls neulich mit einem bestimmten Star, der hier oben genannt bleiben soll, habe ich alle Türen umgestellt, dass sie sichtbares Licht brauchen, um sich zu öffnen. Bis wir uns um die Beleuchtungsprobleme kümmern können, sollte es hoffentlich in Zukunft nicht Wartungskaderpersonal davon abhalten, sich ohne sich in Gefahr zu bringen, in diesen dunklen Zimmern herumstolpern. Wenn ihr einem Beleuchtungsreparaturauftrag zugewiesen wurdet, denkt dran, ein Taschenlampenmodul auszurüsten, damit die Türen sind so euch reinlassen. Fragt Adler rechtzeitig, wenn ihr eins braucht. Er ist letztes normalerweise in seinem Quartier im 8. Stock. 16. Ja, der Typ hat uns hier runtergeschmissen. Ich glaube nicht, dass er uns gerne empfangen würde. Nein! Nein! Kisten. Nein. Da kommt noch eine. Hier runter. Ich fürchte, die Kommandantin empfängt derzeit keine Besucher. Aber vielleicht kann ich Ihnen stattdessen behilflich sein. Und Sie sind? Ich bin der Administrator dieser Anlage. Bitte kein Grund zur Sorge. Junge, du hast mich runtergeschmarrt. Lass dich bloß in Ruhe. Ich bin da, um Ihnen zu helfen. Was gefällt dieser Dude? Dieser Dude gefällt mir gar nicht, Junge.
Er schmeißt das runter, jetzt macht er die Arme da fertig. Der ist ein Schwein, ne? Mein Gott. Mein Gott. Wie kann man so nervig sein? Wie kann man so nervig sein? Nein! Starr. Alter, hat die einen coolen Haircut. Sicherheitstechniker auf der Replika. Junge, Junge, hör auf! Hör auf! Geht gerade aus. Ja. Wie viele Eulen gibt's denn hier noch? Ich habe keinen Platz für Munition. Okay, benutzen wir das hier. Ich habe 10 Schuss, 2 noch in Reserve. Wir machen das hier sauber. Saure Eule. Kittel erwartet Befreiung. Ja, diese Propaganda-Poster. Die brauchen wir. Bestellungsnummer S23090A3C28F97. Von S23 Protector Unterkunftsverwaltung Eule 2308 an S23 Wartungskarte ARA 23 Viertel. Bauteil Hochspannungssicherung. Teilnummer F23 3C198 9386 78678479. Ihre Bestellung für dieses Ersatzteil wurde genehmigt und wurde von der S23-Verwaltung verarbeitet. Beilegend finden Sie die angeforderten Bauteilsinstallationen. Falk hat persönlich beantragt, dass die Reparatur des Partners des Paternus des Lipsystems Vorrang vor allen anderen Reparaturarbeiten haben soll. Bitte ersetzt die Sicherung so schnell es geht. Es ist enorm lästig für uns alle, ohne funktionierenden Lift auszukommen. Same here, Bro. Same here. Okay, bleibt jetzt mal liegen. Ich will gerade meinen Plan. Mach mal Auto-Injektor rein. Versuch die zu clearen. Das wäre schon mal geklärt, jetzt habe ich ein bisschen Ruhe. Kann ich ein bisschen umschauen. Gesperrt, geht weiter, gesperrt, da gehe ich hier rein. Der Lift geht nicht wahrscheinlich. Tür ist mit einem verstärkten Stahlrolltor verschlossen. Ich brauche einen passenden Kugelgriff. Okay. Ich gehe davon aus, dass ich hier öfters vorbeigehen muss. Tut mir leid, ich muss es benutzen. Du, ey. Ich probier's einfach mal, wenn ich's bereit, dann brauch ich's halt. Shit.
Das war klar. Ich glaube, die kann ich erstmal nicht überwältigen. Was geht hier ab? Das kann ich gar nicht erreichen. Alter, schwingt doch die ganze Zeit. Was ist denn hier los? Was passiert hier? Was passiert hier? Was passiert hier? Okay, Autoinjektor. Nein, Autoinjektor. Nein. Es war 209. Oder 50. Oder 70. Ich verstehe gar nichts. Stirb. Nein, ich will nicht sterben. Es ist hoffnungslos, 193. Was? Alter, was war das? Ein Gebet eines letzten Menschen. Irgendwie kommt es mir sehr vertraut vor. Ich habe doch diese Höhle gesehen am Anfang des Spiels. Junge. Alter. Super, so viel Schaden. Okay, tut sie nicht. Ich glaube noch Kacke. Nichts Unglückliches machen. Starr. Das Bild so sieht geil aus. Ich liebe den Haarschnitt. Ich liebe diese Frisur wirklich. Aber hier ist nichts, oder? Ich gehe da nicht ran.
Ich bin auf Level 8. Ich bin dran, leider. Okay. Hoffnung für die Zukunft. Rotfront. Naja, die gute Rotfront. Also sind wir in so einer kommunistischen Diktatur oder? Ich frage mich gerade immer noch. Manchmal frage ich mich echt, wo wir hier sind. Anyways, ich würde tatsächlich sagen, dass wir die Sicherungen noch lösen. So. Geil. So. 240. Das sind Widerstände. 120, 50, ja, das passt. Okay, das muss ich dann weiter. Das erhöht wahrscheinlich mit 80, oder? Ja. So. Dann überlegen wir mal. Bringen wir das mal oben erstmal hoch. Was macht 6? Das multipliziert, okay. Das, dann machen wir noch 80 drauf. So. nicht mal 4, was ist das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht genug. Es sind da Widerstände, auch noch kleiner. Okay, gut, das bringt nichts. 800 hätten wir schon mal hier oben eigentlich. Aber wir können es nicht wirklich hochbringen, ohne dass oben, ja. Mit 3, was haben wir denn hier? 500 Betonen. Ja, keine Chance, oben ist zu viel. Okay, dann machen wir kurz aus. So, machen wir mal 4. Haben wir 400, haben jetzt 130. So. Das hier müssen wir runterbringen. Damit 30, da haben wir noch 99, das passt nicht. Minus 60, das ist auch zu viel. So. Oben ist da noch zu viel. Nochmal 50er Widerstand rein, dann ist wieder unten zu viel, ja genau. Ja, oben ist schon zu groß. Okay, dann machen wir folgendes. Acht. So. Dann packen wir das hier drauf. Ne, das macht's mehr. Dann packen wir die 100 Widerstände rein. Damit 10. 380, okay. Jetzt 60. So, damit 320. Jetzt 190. Machen wir die wieder raus. So, jetzt machen wir das mal 2. Jetzt wird zu viel. Das ist kein Mal. Was heißt das? Ich hab keine Ahnung. Ne, ich will es richtig machen. Gut, versuchen wir es damit. 160. 240, okay. Ach, so wird es oben dann. Okay, das macht's wieder höher. Neunhundert ist zu viel. Ist zu wenig.
Infiltration. Das gibt hier. Doch, das ist plus 600 und das ist plus 200. Nee, das kann nicht sein. Dann wäre es hier 300. Ach, Junge. Guck, wir haben 120. Dann machen wir hier das hier drauf. Kriegen wir 720, deswegen 600. Aber was ist denn da hier? Ich habe keine Ahnung, warum es hier 240 ist. Was ist das? Ich verstehe das nicht. Was macht dieses 80 so? Okay, das addiert einfach 80 drauf. Okay. So. Addiert, subtrahiert, multipliziert. Das ist schon richtig, was ich gedacht habe. Okay. Aber nee, das macht auch. Das Zehnfache. Das macht das Zehnfache drauf. Da müsste das hier jetzt 420 geben. 320, okay. 340, sorry. Eis. Und oben macht 700. Ich verstehe nicht irgendwie. Okay, wir probieren das nochmal so. Machen das jetzt. Wir machen jetzt den Schalter. Da haben wir 960. Hier machen wir den Schalter. Da haben wir 840 und hier unten 360. So. Dann machen wir den 50er Widerstand rein. Machen hier noch den 100er und 10er Widerstand rein. So. Dann brauchen wir hier noch 60 und den 20er. Perfekt. Oh, es war doch gar nicht so schwer, Junge. Jetzt geht der Paternosteraufzug, jawohl. So, ich muss kurz mal Loadout ändern. Okay, wir gehen mal ein bisschen auf Itemjagd. Wir gehen hier rein und versuchen da hochzukommen. Nee. Wir gehen da rein. Cleaning Room. Und versuchen bei Repair Bay nochmal reinzugehen. Geradeaus, runter, rechts, hoch. Rechts, nicht so rechts. Ich guck grad hoch, lieber nicht. Da unten, das ist da unten sind eigentlich nur Starre. Starr. So, wir müssen nur runter. Dann versuchen da rechts rum. Okay, wir können da auch. Ich glaube. Ich probiere es jetzt aus. Ich werde wahrscheinlich sterben. Wir können da eh nicht durch, weil wir brauchen das Licht dafür. Probieren wir es nochmal aus. Ja, es ist so dunkel. Gut. Damit ist es ausprobiert. Ja, damit ist es ausprobiert.
Eine reicht mir. Gibt es auch mehr hier oben? Werkstattschlüssel. Ja, das ist ein bisschen dumm, aber mir gerade egal. Sieht so aus, als ob da was liegen würde. Oben zu. Na, das geht nicht alles auf. Hier ist doch gar nichts. Da hab ich jetzt ein Paternoster-Lift angemacht. Okay, das weiß ich. Du kannst nicht das aufheben. Was ist denn das? So, das geht auch nicht. Ich gehe jetzt ein bisschen runter. Weil hoch führt es noch nirgends, oder? Könnt auch hoch. Wir gehen mal hoch. Okay, dann gehen wir runter. Ja, sind wir hier, okay. Falcon Office. Ja, den brauche ich. Führungskommando Leiteinheit Replika. Falke! Die sieht aber auch super aus. Generation 6 Spitzentechnik Bioresonanzkommando Einheit. Gestell biomechanisch mit Polyethinel, Schale und kugelsichere Panzerplatten. Größe 2,5 Meter, Alter. Streng vertraulich, nur für Kommandanten. Ja, so kriegt man nicht einen Kommandanten, Anführungsstrichen. Die Kommandantin eines Protektor-Führungskommandos und Anführerin der Protektor-Streitkräfte jeder Ion-Anlage ist ein mächtiger bioresonanter Falke-Einheit-Prototyp. Als Autorität, die nie hinterfragt werden darf, dient die Falke-Einheit nicht nur als Kommandantin der Protektoren, sondern nahezu als gottgleiches Wesen. Ich bin das Echte, Alter. Dieser Eindruck wird unterstrichen von ihrer gewaltigen Größe und ihrer Ähnlichkeit zu den Anführerinnen der Nation, der großen Revolution und ihrer Tochter. Unterstützt wird ihre Geltung auch durch ihre mächtigen Bioresonanzmodul-Prototyp, welcher ihr nicht nur erlaubt ist, willensschwache Geister zu brechen und sein Gefühl und Gedanken zu erahnen, sondern ihr auch die Fähigkeit gibt, Objekte aus der Ferne zu manipulieren. Legit, ohne dass es jetzt gewollt ist, ich bin legit eher für den Replikanten-Falke. Junge, verpisst euch! Wer von euch spricht, davon liegt die. Gut. Was ist das? Eine schwere Kiste mit einem Eulenmotiv. Auf der Oberseite sind kleine Löcher, die wie ein Lautsprecher oder ein Mikrofon aussehen. Ich verstehe. Ich muss mit Funkgerät drin machen. Ja, lebt ihr noch? Ist die in Ordnung? Ja, nicht, dass das Falken sterben, Jo. Jungs, ihr könnt mir alles antun, aber doch nicht das. Aber mein Zweitname ist Falke. Falke ist Tagebuch. 84.1.1.A. Ich weiß nicht, wie lange ich noch weitermachen kann. Ich will nicht mehr weiterleben als das, was ich geworden bin. Das rote Auge jenseits des Todes hat mir gezeigt. Nein, hat mich berührt, vergiftet. Es fühlt sich an, als ob mein Verstand kontaminiert, geschändet wurde von den Erinnerungen einer anderen Person. Ich bin nicht mehr ganz ich selbst, aber ich bin auch nicht ganz jemand anders geworden. Ich stecke hier fest zwischen ihr und mir, mit halb geformten Träumen und Erinnerungen, die sich in mein Hirn bohren und jede meine Handlung besudeln. Wer ist sie? Wer ist das weißhaarige Mädchen? Warum sehne ich mich danach, sie wiederzusehen? Warum würde ich sie mich so verfluchen?
Sie redet von Ariane. Kein Platz mehr, kein Platz mehr. Ja komm, plötzlich hat so ein verdammten Ding. Welche Frequenz soll ich denn machen? Ich mach's das mal aus.